Hallo, liebe SWN-Zuschauer. Ich bin also jetzt in der Stadt und will mich mal selber umschauen, mal selber mir ein Bild machen, wie sieht es denn überhaupt aus in der Stadt mit Einkaufen, Einkaufsmöglichkeiten, kriegt man denn eigentlich alles oder ja. Also ich habe ja schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ja sagen, auf meinen Kopf passt ja nicht jeder Hut und ich wollte mir mal vor kurzem einen Hut kaufen hier in Schweinfurt, Fehlanzeige. Es hat halt keinen Hut für mich gegeben, also zumindest nicht einen Hut, den ich gerne gehabt hätte. Und ja, was will ich sagen, also war enttäuscht. Dann Technik zum Beispiel für meine Kameratechnik und so weiter, Fehlanzeige gibt es in Schweinfurt überhaupt nicht. Für meine Größe, für meine Kleidergröße, wenn ich rumlaufe. Es gibt also nur Kleidungsgröße bis 42 oder irgend sowas in der Richtung. Also nur kleine Größen. Wenn ich mit meinem großen Body da ankomme und sage, ich will mal was Schönes zum Anziehen, Fehlanzeige in Schweinfurt. Du kriegst also nichts. Dann habe ich vor kurzem mich mal verkauft. Also das heißt, ich habe was gekauft und hat mir dann doch nicht gefallen und bin dann in Mediamarkt in Schweinfurt gegangen, habe die Sache zurückgeben wollen, habe gesagt, also Leute, ich habe mich da verkauft und ich möchte doch lieber ein anderes Teil. Und es war aber nur ein paar Stunden dazwischen gelegen. Und da sagt die Verkäuferin klar zu mir, hätten Sie sich halt erst einmal im Internet umgeschaut? Ja, gute Frau, wenn ich mich im Internet umschaue, dann kann ich es halt dort bestellen, oder? Also, es ist echt ein Problem. Und dann, wenn ich im Internet, ich habe ja einen Hut dann gefunden, also bei im Internet, und dann war der ja auch noch wesentlich billiger, wesentlich günstiger und war in 24 Stunden da. Und so geht mir es ja bei vielen Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei Leuten geht, die vielleicht etwas kleiner sind wie ich. Ja, vielleicht haben die bessere Erfahrungen gemacht. Also ich habe das Gefühl, hier in Schweinfurt geht so eine Spirale nach unten. Das heißt, es werden nur noch Sachen hergelegt in den Kaufhäusern, was also ja, gut gekauft wird. Und die anderen Sachen, die werden gar nichts mehr eingelegt. Also Leute, die wegen aus dem Spektrum rausfallen, die haben dann eben Pech gehabt. Die kriegen dann einfach nichts. Nur, ich habe da auch mal was für die Enkel mitgenommen oder mal für irgendjemand anderes was mitgenommen. Jetzt nehme ich halt nichts mehr mit. Das Einzige, was ich in Schweinfurt kriege, ist eine gute Bratwurst. Bratwurst gibt's. Und da gibt's auch gute. Muss man echt sagen. Also gut, Leute, ich schaue mich mal um und ja, zuletzt ziehen wir mal das Resümee.
bin ja auch mal gespannt, was in diesen McDonald reinkommt. Dieser McDonald ist ja seit gefühlten 25 Jahren jetzt leer. Und ja, da tut sich ja gar nichts nach. Sind da die Bedingungen so schlecht? Oder warum passiert da nichts mehr? Also, mit der Wind, der bläst halt mal hart durch die Gegend. Das sind auch noch so grau, sieht man so noch mehr die grauen Haare. Aber so, wenn man so umguckt, na, ein Wetter heute. Wird ja ganz schwindelig. Na. Und mein Lieblingsinfo, Mann. Na. Müssen wir gleich mal ein Bild machen. So, hallo. Jetzt bin ich also schon wieder zu Hause, weil ich habe ja auf dem Marktplatz ein schönes Video gemacht. Aber leider hat die Technik versagt. Jetzt konnte ich auf dem Marktplatz nicht die Meinung sagen, also nicht sagen, wie es das Resümee war. Deswegen mache ich das jetzt hier von meinem Büro aus. Ja, wie war das Resümee? Also ich fand, es ist nicht ganz so schlimm, wie manche Medien es dargestellt. Ich finde also, es haben ein paar Geschäfte zugemacht, also ein paar Geschäfte in der Spitalstraße, wo natürlich schon, sieht schon nicht so gut aus, wenn also diese Geschäfte da zumachen, weil die so nacheinander sind. Es sieht also wirklich, ja, bescheiden aus. Aber es haben neue Geschäfte aufgemacht. Es sind aber neue innovative Sachen dazugekommen und das fand ich super. Es gibt natürlich ein paar Geschäfte, wo ich also keine lange Lebensdauer voraussehe, wo also wahrscheinlich wieder in den nächsten paar Wochen wieder geschlossen werden. Und es haben natürlich auch, was mir aufgefallen ist, jede Menge Friseurläden aufgemacht. Also einige neue Friseurläden. Und ja, oh Gott, warum nicht? Ein Friseurladen kann man immer wieder gebrauchen. Ja, aber warum jetzt ausgerechnet Friseurläden? Früher waren es ja die Telefonläden und die Bäckershops. Jetzt kommen plötzlich die Friseure aus dem Boden geschossen. Aber gut, ist ja egal. Was ich ja finde, an allen Ecken und Enden sind auch irgendwie so diese Baustellen. Ne? Ich habe mich hingesetzt am Zeughaus und habe mir mal so drüber nachgedacht, denke ich, Sapralot. Jetzt sitzt du da und hast da mal Rückenlehne. Nee, aber jetzt mal zurück zu den Baustellen. War über die Baustellen. An allen Ecken und Enden sind ja Baustellen in Schweinfurt. Und das über Jahre hinweg. Denken wir mal an die Zeughausbaustelle, die ja gefühlte 25 Jahre vorhanden war. Oder die, da an dem ehemaligen Parkhaus da in der Hodergasse. Ne? Das sind ja ewige Baustellen gewesen. Also gefühlte ewige Baustellen. Und das für viele Einzelhändler ist es natürlich nicht so optimal, gell, wenn ihre Zufahrtswege oder ihre Ansicht verstellt ist und wenn ständig Baufahrzeuge, Bagger und was Gott, was alles da rumfahren. Ne? Und es ist auch von der Optik her, scheiße. Oh, ich hab das böse Wort gesagt. Nee, es ist wirklich nicht schön. Also wenn du da rumfährst, überall sind Geländer und so rot-weiße Dinger stehen da überall rum. Ne? Und am Busbahnhof immer diese Fliesenrepariererei das ganze Jahr. Und jetzt habe ich gesehen, da am Zeughaus fangen sie ja schon wieder an, die Bodenfliesen da irgendwie zu reparieren. Ach komm, Mensch, überall wird gebaut und ein Breitbandkabel und bloß in der Harald-Hamburg-Straße wird immer noch Kabel verlegt, ist immer noch kein verlegt. Ich habe immer noch ein lahmes Internet, das einschläft. Ich könnte aus der Haut vor, wenn ich mein Internet einschalte. Ich zahle 16.000, was habe ich? 9. Aber egal. Mensch, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, gell? Ich wollte ja auch nicht über die Geschäfte sprechen in der Fußgängerzone. Und also wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm. Also Schweinfurt ist ja auch eine schöne Stadt. Man muss ja auch mal ehrlich sein. Wenn man also in Schweinfurt rumfährt und es sind viele Ecken dabei, wo ich sagen muss, ach, ist wunderschön, an der Mauer entlang oder so. Oder ja, jetzt haben sie einen neuen Pfad, den neuen Weg da angelegt, wo man also in Schweinfurt rumlaufen kann. Ich da erklärt, was da so war oder was da ist und schöne Sache, finde ich gut. Also man muss ja versuchen, mal die Leute wieder ein wenig reinzuziehen in die Stadt. Ne? Aber wie gesagt, wie ich am Anfang schon erzählt habe, es ist also auch für bestimmte Personengruppen, wie mich, ne? Also Elefantenbaby, sehr schwer, was in Schweinfurt zu kriegen. Ein Bratwurst kriegst du immer. Ne? Oder einen Kaffee oder Bäckershops gibt es ja jede Menge. Ne? Kriegst immer Kaffee und Kuchen, kriegst immer in Schweinfurt. Also essen und wohlfühlen kannst du schon. Also da fehlt dir nichts, gell? Also da Bier kriegst du immer, wo wir eine E-Brauerei haben, ne? Weil die anderen ja schlapp gemacht haben. Aber egal. Ja. Also gut, das wollte ich einfach bloß nochmal sagen.
Also mir gefällt ein Schweinfurt trotzdem gut, aber wenn die Geschäfte alle zumachen, macht er nichts. Dann die Hauptsache machen ein paar Bänke in der Gegend, dass man sich immer hinsetzen kann, wenn man schon die Geschäfte nichts mehr rein kann. Aber wenn er Bänke aufstellt in Schweinfurt in der Stadt, liebe Stadtväter, liebe Stadtmütter oder umgedreht, liebe Stadtmütter, liebe Stadtväter, wenn denk doch mal draus, gibt doch auch Leute, und in Schweinfurt gibt es jede Menge davon, die weit über die 60 sind. Und wir brauchen halt auch mal Rückenlehne. Mensch! Sabralotne! Also gut, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Rundgang im Herbst. Und lasst den Kopf nicht hängen. Wir haben ja auch noch die Stadtgalerie, da können wir ja nachgehen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal.